Hand hoch, wer Bubis mag. Clickbait auf YouTube ist eigentlich nichts Besonderes. Das benutzen Medien schon seit Jahren, um Leute an sich zu ziehen, um sie zu binden. Und wenn ihr schon dachtet, YouTuber würden krasses Clickbait betreiben, habt ihr noch nie Werbung gesehen, wo was ziemlich anderes geworben wird, nur um am Ende etwas zu zeigen, was gar nicht vorher gezeigt wurde. Irgendwie so. Wenn ich japanische Werbung zeige, spiele ich gerne ein Spiel mit euch. Und zwar, ihr könnt mitraten, worum es geht. Und gerade Clickbait bietet sich dafür an. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal einen kurzen Clip und ihr könnt runter in die Kommentare schreiben, worum es geht. Und wir fangen mal seichte an und auch leicht. Es ist jetzt nicht super krasses Clickbait, aber am Anfang wird etwas gezeigt und am Ende wird etwas komplett anderes gezeigt. Also so wie üblich auch. Das ist der Anfang des Clips. Na, was meint ihr? Worum geht es? Wir sehen Eiskunstläufer, die haben eine nette Choreo drauf und die Moderatoren labern dazwischen. Auf einmal macht die einen mega Spin, fliegt durchs Weltall und fliegt durch den Mond durch. Also, worum könnte es gehen? Entweder durch einen neuen Anime, einen neuen Manga oder... Seven Nights Moon Attack. Omigato. Ein Mobile Game, weil wenn ich Eiskunstläufer sehe, muss ich natürlich an ein Mobile Game denken. Und vor allem noch an Seven Knights. Gibt's auch in Deutschland, kann man runterladen, ist aber auch egal. Wie man aber von Eiskunstlaufen auf ein Mobile Game umswitchen kann, ja gut, die Japaner sind Meister darin, die können das. Und dafür lieben wir die, dass sie Werbung produzieren können, wo wir eigentlich komplett andere Sachen gezeigt werden und am Ende kommt einfach das Produkt, worum es geht und dann ist man glücklich. Das hatte ich ja schon oft. Ich hatte schon Shrimps-Kanonen, wo es die ganze Zeit um irgendwelche Shrimps ging, die super schnell gebacken wurden und am Ende wurden Handy-Tarif vorgestellt. Wir kommen zum zweiten Clip. Der ist schon ein bisschen schwieriger und auch ein bisschen feuchtfröhlicher. Aber ist nett anzugucken. Männer werden ihren Spaß dabei haben. Ich verspreche es euch. Frauen bestimmt auch. Die haben bestimmt auch da nichts dagegen. Ja, das ist meine pralle Füllung, wa? Hab ich euch zu viel versprochen? Die Männer hatten ihren Spaß, Frauen auch. Jeder mag Boobies. Boobies, Pfosten! Okay, das war ein anderes Video. Jeder mag Boobies. Boobies kann man überall bringen. Egal was, wofür du Werbung machst. Zeig einfach Brüste drauf und jeder ist happy. Egal was am Ende dabei rauskommt. Und wie immer, schreibt runter in die Kommentare, worum könnte es gehen. Bikinis, Sommerstrandurlaub. Mobile Game. Es ist schon wieder ein Mobile Game. So langsam glaube ich, dass die Mobile Games in Japan wohl die clickbaitigste Werbung ever produzieren. Natürlich denke ich an Monster Summer, wenn ich wackelnde Brüste sehe, die sich gerade feucht machen und unter der Dusche stehen oder mit ihrem Arsch wackeln. Joa, genau daran denke ich. Vor allen Dingen der Screen, der kurz vorher gezeigt wird, könnte man sogar denken, das ist irgendwie Sonnenschutzcreme. Da prallen irgendwelche Monster an der Haut ab oder irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, Leute. Juckt es euch, dass am Ende ein Mobile Game rauskam oder hattet ihr einfach Spaß am ersten Teil des Videos, wo es einfach um die drei Mädels ging? Seid ehrlich, das Mobile Game juckt euch nicht. Wie gesagt, es ist nett zum Angucken, man hat seinen Spaß dabei, das ist effektive Werbung. Ich habe zwar immer noch kein Schema, worum es in dem Game geht, es ist irgendwie ein stinknormaler Candy Crush Klon, aber selbst Duplo konnte nicht so eine pralle Praline produzieren, wie diese drei Mädels da unter der Haube haben. Dass nicht nur Frauen als Clickbait verwendet werden können, zeigt der nächste Clip. Schwierigkeitsstufe extrem. Ihr werdet nicht drauf kommen, worum es geht. Weil rein theoretisch könnte es sich um alles drehen. Nach den letzten zwei Clips, die wir gesehen haben, ist das aber auch gar nicht so schwierig. Ich meine, du kannst irgendwas zeigen und am Ende packst du ein Mobile Game drauf und die Werbung macht auf einmal Sinn. Ja, nichtsdestotrotz, nächster Clip. Keine Frau, diesmal ein nackter Dude. Jetzt haben die Frauen ihren Spaß dabei. Vorhin hatten die Männer ihren Spaß, jetzt haben die Frauen Spaß. Jeder kriegt heute was ab. Okay, ja. Schwierigkeitsstufe extrem, habe ich euch gesagt. Diesmal ist ein strampelnder, nackter Dude in einer weißen Boxe direkt vor der Kamera, der am Rumhampeln ist. Über 40 Jahre alt, sagt diese Zahl zumindest aus. Und wie gesagt, diesmal hatten die Frauen was zu gucken. Gut, der Anblick war nicht so schön wie der Clip davor. Und wie gesagt, Boobies ist schon schwer zu toppen. Aber hey, ich habe doch nicht zu viel versprochen. Nackter Dude strampelt vor euch. So, die Frage ist, worum geht's? Könnte ein neuer Reggaeton sein? Oder vielleicht ist es wieder ein Mobile Game, wer weiß. Wie gesagt, du kannst am Ende immer ein Mobile Game hinpacken und das wird Sinn machen. Tatsächlich verrät der Werbeclip aber nicht mal, worum es geht. Gut, vielleicht wenn man Japanisch kann, kann man heraushören, worum es geht. Aber das ist ja das Schöne, wir können kein Japanisch, deswegen können wir nur raten. Aber im eigentlichen Werbeclip siehst du halt nichts davon. Erst wenn du nach Ryzep, das ist der Produktname, beziehungsweise die Marke, die hier gerade angepreist wird, im Internet suchst, findest du, dass es ein Fitnessprogramm ist. Genau.
Ein strampelnder Dude in weißer Buchse, der dir vor der Haube rumtanzt. Und eigentlich nur sein Schlong direkt im Fokus ist. Weil dann weißt du, es geht um Fitness. Hey, ich würde auch ein Mobile Game hinpacken. Clash Royale oder so, japanische Clash Royale Werbung. Würde sogar Sinn machen. Wenn man ein Clash Royale Match verliert, dann strampelt man ungefähr auch so. Bei den Mädels war der Fokus die pralle Füllung oben rum. Bei den Jungs ist die pralle Füllung untenrum der Fokus. Wie gesagt, der Anblick ist nicht schön. Bleiben wir lieber bei den Boobies. Macht mehr Spaß. Ist massenkompatibler. Wie gesagt, jeder mag Boobies. Hand hoch, wer Boobies mag. Okay, nur ich. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr jetzt geschrieben habt, was ihr dachtet, für was für Werbung drankommt. Über den letzten Clips hattet ihr immer wieder coole Ideen gehabt. Falls ihr Bock habt auf mehr japanische Werbung, die abgedreht ist, versaut, lustig, versaut und nochmal versaut. Da, hier oben rechts auf das E klicken, dort findet ihr weitere Werbeclips von Japan und auch natürlich die TV-Shows. Die TV-Shows sind auch lustig und warum ist das alles versaut? Wenn ihr draußen nicht mehr draufklickt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und gebt mir Flosse, flopp.